Herrn Luna wieder am Start und ja, Jackie Ewald. Hallo! Ja, eigentlich wollte ich nur ein kleines Ankündigungsvideo machen. Vielleicht werde ich gleich Livestream machen. Und die Frage ist, ja, wo werdet ihr es finden? Auf Twitch oder wird es auf YouTube für Jackie Estacado TV sein? Gute Frage. So, ich war am Überlegen, The Illwith-In vielleicht auf Twitch zu machen, aber da es so oder so noch keine Dunkelheit so doll ist, wie ihr seht, außer Regentropfen und was weiß ich, und ein Hund, war ich halt überlegen. Ja, was soll ich überlegen? Ja, vielleicht ein anderes Spiel zu spielen. Entweder Crash Bandicoot weiter oder es geht weiter mit God of War. Wegen da brauche ich keine düsterne Atmosphäre, nur Geschichte. Halt, von daher ist es da wurscht. Gut, eins von beiden werde ich auch spielen. Vielleicht ein anderes Game. Ich habe ja noch ein paar andere Games, aber die anderen, glaube ich, würde vielleicht zu lange sein. Das würde ich lieber als anderes Live-Let's Play so starten. Wenn ich God of War zum Beispiel durch habe, könnten wir entweder dritten Teil starten oder wir starten ein ganz, ganz anderes Spiel halt. Was für eine Atmosphäre es sein wird, sage ich nicht. Halt. Es kann gruselig sein, es kann so Resident Evil-mäßig sein. Horrorspiel bleibt fürs erste The Evil Within. Noch ein Horrorspiel will ich jetzt nicht noch anfangen. Wäre zwar gut, aber nein, würde ich jetzt, glaube ich, sein lassen, wegen sonst habe ich zu viele Spiele am Laufen. Oder was meinst du, Luna? Ne? Ihr ist es egal. Die riecht wahrscheinlich ein Vogel da in der Ecke oder so. So, ja, dann, wie gesagt, God of War steht am Start. Aber ich glaube, ich werde God of War spielen, weil ich will ein bisschen Story oder die Nebenmission weitermachen. Halt, eins von beiden. Warte mal, ich muss mal. Luna, komm her! Luna! Luna! Hier! Luna, komm! Komm! Komm her! Komm hier! Muss mal kurz so, damit ihr endlich meine hässliche Hackfresse gleich sehen könnt. So besser. Ich weiß gar nicht, wie meine Haare jetzt aussehen, weil der Wind durcheinander machen kann, aber mir ist scheißegal, wirklich. Ich mach schon alles. So, was gibt's sonst noch Neues? Eigentlich nichts Neues. Halt. Eher zur Vertäter. Und ja, ich werde gucken, was ich machen werde. Ich würde eigentlich mal mit der Kamera vielleicht so einen Livestream mal starten, also so ein Gesprächs-Livestream. So einfach so ein kleiner Vlog, wir labern ein bisschen. Könnten wir auch gerne machen, je nachdem. Und weil ich bin am Überlegen, wie gesagt, ob ich die Kamera hole oder nicht, ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt. Mir ist, wie soll ich sagen, ich habe es bei PC schon gemacht mit Wolfenstein und mir ist da, Luna, Vorsicht, mir ist aufgefallen, dass. Ist das noch ein Husky? Nee, oder? Nee. Sieht so aus. Na egal. Boah, wie sie abgeht wieder. Gerade nur weil da hinten ein Hund ist. Halt. Der will sie unbedingt, da hinten ist ein Hund, aber ich weiß nicht, ob das ein Husky ist oder nicht. Luna! Aber ich glaube nicht. Sieht so ein Mischling aus. Was wollte ich? Ja, mit der Kamera. Wegen Wolfenstein, es hat Spaß gemacht, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendeine Kamera dazwischen ist, bei gewissen Games halt die Atmosphäre rausmachen. Das finde ich halt traurig. Oder wenn ich jetzt Crash Bandicoot spiele, da könnte man eine Kamera machen, ja, aber wer will ein verzweifeltes Gesicht sehen, wenn der bei einer Stelle nicht so richtig weiterkommt und nur am Verzweifeln ist? Wer will das? Ich nicht. Bei Resident Evil war ich am Überlegen, ja, bin ich auch, aber ob
Da ist es eigentlich nur wahrscheinlich, weil die Leute sehen wollen, ob ich mir eine Hose scheiße oder ob ich Angst habe oder was, sieht man nicht. Also bei Resident Evil 7 rede ich, ne? Nicht bei den anderen Resident Evil Teilen von 4 bis 6 würde ich sagen, ist es wurscht. Obwohl, Code Veronica habe ich auch. Könnte ich Let's Playen, wird aber schwer. Das wird richtig schwer, glaube ich. Ich habe das schon lange her, dass ich es gespielt hatte. Hab's mir mal für PS4 geholt. Und. Wie, du machst noch einen Haufen? Ne, Pipi, ne? Pipi. Die hat nur Pipi gemacht, das ist gut. Ja, ich hab schon krank. Gut, Luna, hier, wir müssen rüber und da sollst du halt brav Sitz machen. Gut, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich gleich. Luna, Sitz! Mach Sitz für die Zuschauer! Mach Sitz für die Community! Mach Sitz! Luna, Sitz! Brav! Boah, wie majestätisch sie ist. Ja, so ab, kann's gehen. Okay. Ich war übrigens auch überlegen, es gibt doch diese Geocache-Cam oder so, also diese, ja, für Leute, die Abenteuer machen etc. Die könnte man eigentlich bei Luna gut befestigen. Und dann bin ich am überlegen, das so zu machen, wenn ich einen Ort habe, wo man frei laufen kann, dass ich sie die Kamera anbinde und das aufnehme. Das war eigentlich richtig geil, aber die Kamera habe ich, muss ich gucken, ich hatte eine Chance gehabt und die habe ich nicht ausgenutzt, sag ich mal so. Naja, gut, egal. Ich sag mal auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Tschüss, euer Jackie.